Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Der geschätzte Fauli und meine Wenigkeit Chaot. Wir testen heute hier in der wunderschönen Gegend von Berchtoldsdorf am Rande von Wien mit einigen unfassbaren Edelwillen und Hütten und sehr schönen Autos. Zwei Roller. Wir zwei machen wieder mal Roller, weil es uns so gut gefällt. Die Vespa GTS 300 IE Super. Dürfte bekannt sein. Und der zweite Roller auch aus dem Piaggio-Konzern, Piaggio Beverly 300 IE Police, eine Sonderedition. Wie man schon hört, beide haben den gleichen Antrieb, den 278 Kubikfacken, voll nicht der richtige. Ja. Kurz noch, wenn ihr euch fragt, wieso die beiden heute so unglaublich fesch sind, das dürften einfach unsere neuen Shirts bzw. Sweatshirts von Held sein, die tragen wir jetzt bei den Messen im Herbst und im kommenden Jahr. Das nächste ist die Intermod 2016, wo die 2017er Modelle erstmals gezeigt werden. Vielleicht ja auch was Neues von Vespa und Piaggio. Weißt du da schon was? Ich weiß noch nichts. Ja, ich auch nicht, leider. Aber jetzt kümmern wir uns einmal um die aktuellen Modelle. Dieses Modell gibt es ja nicht mehr lange und da gibt es auch nicht sehr viele davon, von der GTS, Vespa, wesentlich mehr, ist auch unglaublich gut verkauft worden. Dazu muss man eins sagen, der Faber, Generalimporteur in Österreich für Vespa, Piaggio, Derby, Guzzi, wo ich jetzt alle richtig aufzählt, der verkauft so viele Vespas, vor allem in Wien, in Österreich, wie sonst niemand auf der Welt. Ist Top-Importeur von Vespa, hat auch eine hohe Auszeichnung von den Italienern bekommen. Also unfassbar, in Wien gibt es die meisten Vespas quasi, habe ich auf die Einwohner gerechnet, weltweit, ist echt eine Besonderheit unseres Landes. Aber auch wir fahren, also ich kann jetzt einmal für mich sprechen, ich fahre sie sehr gerne, weil ein Roller faszinierenderweise noch viel unkomplizierter ist als ein Motorrad. Du steigst auf, du hast mittlerweile Automatik, du hast sogar ABS, ASR, gibst Gas, das schaltet, das läuft super rund. Bremse links und rechts, es ist wendig, man kann ja auf einer Spur sogar ganz schnell wenden, mal kurz. Man kann sich durch den Verkehr schlängeln, also ich glaube so schnell, wie man mit einem Roller ist, 125 aufwärts, ich würde einen 300er bevorzugen, ist man mit sonst nichts im Stadtverkehr und das liegt auch am Antrieb, am Gewicht und so weiter und da weiß ich natürlich wie immer der Faktenfolge am meisten. Ja, ich wollte nur sagen, Roller finde ich auch extrem cool und man fährt dann einfach, man soll es nicht machen, aber man fährt dann einfach ohne Schutzbekleidung. Ich bin mit dem Pullover gefahren, wo ich mir gedacht habe, die Ellbogen sind eh vom Stoff abgedeckt, das passt schon, da kann ja nichts passieren. Man fühlt sich wirklich irgendwie, ich möchte nicht sagen cooler, weil ein wunderschönes Motorrad ist cooler als ein Roller, aber dieses Legere, wirklich dieses Italienische, kommt dann besonders auf italienischen Rollern zutage. Und ich würde auch eben, so wie wir jetzt gerade testen, 300 annehmen, weil das ist die goldene Mitte für mich. Das geht nicht schlecht. Dieser Beverly 300 IE Einspritzung Police, um das auch kurz zu erklären, du hast das schon angesprochen, eine Kooperation mit dem Modelabel, wo wir eigentlich die Brillen kennen. Kennst du noch was anderes von Police? Nein, ich war auch überrascht. Modelabel, ich besitze eine Brille, die ist auch ganz stark blau getönt, verspiegelt und da haben wir auch optisch einige Elemente da drauf. Genau, die Spiegeln sind in blau gehalten und die paar Schriftzüge, es gibt sie nur in schwarz, es ist eine Sonderedition, wird es wahrscheinlich auch nur heuer geben, die blauen Nähte im Sattel. Aber zurück zur Fahrbarkeit, das ist extrem cool und das geht eben nicht schlecht, dieser 278 Kubik Einzylinder auf der Beverly hat knapp über 22 PS, auf der Vespa soll er 21,5 haben, 22. Da steht jedes Jahr was anderes drinnen. Es ist eigentlich völlig blunzen. Die gehen jetzt nicht überwältigend, aber eigentlich schon sehr gut. Für die Stadt reicht es allemal, Überland zum Pendeln auch. Und wer längere Strecken fahren möchte, wer es möchte, der wird sich auch wohlfühlen drauf. Wir haben dafür halt Motorräder. Aber es funktioniert ausgezeichnet, vor allem die Vespa. Noch einen Tick schneller, wurscht, ob es jetzt ein halbes PS weniger hat. Wiegt nur 158 Kilo fahrfertig. Beverly 300 IE Police 183 Kilo. Also da ist schon ein Unterschied. Und das spürt man auch. Aber er reist trotzdem, anreißend oder nicht, aber er geht gut. Komfortabel sind sie beide. Auf der Vespa hat man halt dieses typische Vespa-Feeling, dass sie zelebrieren, dass sie beibehalten, dass sie echt cool machen. Also
Ich kann es schon verstehen, dass so viele Leute auf die Vespas stehen, weil sie auch einfach einzigartig ausschauen und die in Weiß schaut auch spitzenmäßig aus. Vom Fahren her, wie findest du, also du sagst eh, Vespa taugt da, aber Beverly ein bisschen stabiler? Ja, ist auf jeden Fall. Wir haben auch die größeren Reifen drauf. Die Vespa fährt ja total geschmeidig, ganz ruhig, wirklich gutes Fahrwerk, Bremsen auch, nur schlechter Asphalt, Schlaglöcher, da rattert es dann richtig im Gebälk oder wie man das sagt. Das stört mich. Es gleitet so schön dahin und wenn man Unregelmäßigkeiten hat, spürt man die besonders stark mit den kleineren Reifen. Da hat der Beverly echt einen großen Vorteil. Aber du hast das Gewicht schon erwähnt. Er geht fast ein bisschen schon in Richtung Großroller. Also der könnte schon 400 oder mehr sein. Den letzten Beverly, den wir getestet haben, war der 350er. Das hat man einfach gemerkt. Gell? Diese paar PS haben das Gewicht wettgemacht. Der hat auch am besten beschleunigt, dann im direkten Vergleich. Mit dem Motor jetzt nicht mehr. Wir haben es jetzt noch gar nicht verglichen, aber ich traue mir zu sagen, dass er diesen Vorteil dann nicht mehr hat. Wir haben hier passenderweise matt-schwarz und glänzend weiß, schwarz und weiß, so wie die ganze Welt ist. Das ist ja eigentlich ein hervorragender Vergleich oder wie es leider viele sehen. Schöne Elemente, was mir taugt, zum Beispiel der Tankdeckel beim Beverly in der Mitte, sechsfach verschraubt, die chrom eingefassten Instrumente, bei der Vespa etwas einfacher. Dann haben wir da vorne ein Handschuhfach bei der Vespa, das sich leicht öffnen lässt mit dem Schlüssel. Elektronisch kann ich die Sitzbank entriegeln und dann kann ich sie öffnen. Jetzt ist gerade von mir ein Halbschalenhelm drin. Ich habe Größe L, das ist ein bisschen ein größerer Helm, dieser Momo. Ich weiß nicht, ob wir es zukriegen. Wir werden es dann probieren, aber da wird es schon knapp. Ich glaube, bei Vespa, die wollen immer, dass man die eigenen Helme oder so trägt. Gell? Das war mal so. Ja, und es hat sich stark verbessert, aber es geht noch immer nicht viel rein. Also die waren früher wirklich extrem, da haben nur die kleinsten Mini in Small Helme reingepasst. Es passt jetzt eh schon mehr rein und das geht schon zu. Also das kann ich da jetzt schon versichern, wir kriegen es zu, der Helm schaut zwar dann anders aus, aber wir kriegen, nein, das geht zu, das ist kein Problem. Also da haben sich echt was überlegt, mussten sich aber auch was überlegen, weil das ist ja Wahnsinn, wenn in einen Roller in das Fach unterm Sitz nichts reingeht, da geht jetzt eh mehr rein. Da haben, wenn man es jetzt aber mit Beverly natürlich mehr. Ja, und wenn wir es mit den Japanern vergleichen, die setzen da viel mehr auf Stauraum. Das machen die Italiener nicht. Entweder nehmen sie den Helm und alles immer mit oder sie montieren dann vielleicht der Topcase. Die haben dann einen anderen Zugang. Aber wenn es um Optik geht, ich meine, da ist gar keine Frage, dass die Japaner ja immer noch so weit hinten sind. Und entweder wollen sie es nicht oder sie können es halt wirklich nicht. Weil das ist Wahnsinn. Ich meine, auch diese weiße Vespa, die kann man jetzt ein bisschen eher für Frauen oder so finden, aber bitte, das ist doch wunderschön. Auch hier auf der Sitzbank, ich weiß nicht, diese Einfassung werde ich es mal nennen, bin kein Schneider. Keder. Keder? Mhm, wieder was gelernt. auch bei den Trittbrettern ganz typisch diese Gummistreifen, also optisch bin ich von beiden schon angetan. Schau, das Pickerl, das kannst du ansprechen. Weißt du? Das Pickerl, das sehen wir hier unten beim Handschuhfach, Spark Exhaust Technology. Ich kannte es auch noch nicht, bei Spark dachte ich eher an Zündkerzen. Aber das ist ein neuer Auspuff, der demnächst angeboten wird, direkt von Vespa. Der ist nicht ganz so laut wie zum Beispiel ein Agrapovic oder weiß nicht, was sonst noch für Vespas gibt, bin ich leider nicht so bewandert. Italienische Marken und so diverse, sehr laute Marken. Der ist etwas lauter als der Originalauspuff, er ist einfach kerniger, ist ein bisschen fülliger und hat nicht mehr dieses Rasierapparat surren, sondern man hat schon gemerkt, oder? Also er fügt sich meiner Meinung nach zwischen den Originalen ein, der mir vielleicht wirklich zu dezent ist, aber für viele auch gut passt. Der Vespa muss jetzt nicht extrem laut klingen wie irgendein super Motorrad. Und das machen aber die Agrapovic-Auspuffe meiner Meinung nach. Ich bin wirklich nicht unbedingt ein Fan von diesen Krawalldingern. Vor allem, weil der Sound an sich mag ja besser sein, aber durch die Automatik klingt das dann immer nur so. Finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Und der zwitschert ein bisschen, der macht es lauter, aber noch nicht unangenehm. Also von meiner Warte aus eine gute Idee. Wird knappe 600 Euro kosten, laut dem Importeur, der uns das heute gesagt hat. Kommt aber eben erst. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielen taugen wird. Auch mit knapp über 20 PS hat man heutzutage schon elektronische Fahrhilfen. ABS ist sozusagen klar, ist ja dann Pflicht. Finde ich aber beim Roller auch nicht unbedingt notwendig. Mir taugt das irrsinnig, mit den beiden Hebeln vorne und hinten zu bremsen. Da kann man ein bisschen Spaß haben. Also da würde ich drauf
fast verzichten, aber wird man bald nicht mehr können. Und dann haben wir noch Attraktionskontrolle. Hast du das irgendwo gespürt oder versucht? ASR heißt es bei Piaggio, Antischlupfregelung. Nein, also ich habe es nicht gespürt. Ich glaube auch fast nicht, dass ich es brauche, obwohl, wenn ich auf Schotter mal wegrutschen könnte, die Roller sind unhöflich gesagt, die haben alle einen fetten Hintern, aber ist ja so, die haben hinten den Motor und das ist schwerer hinten, wenn das wegrutschen würde, dann wäre das ein Problem. Es ist ein Sicherheitsplus dann, dass ich jetzt nicht ablehne, das passt schon. Das mit den Bremsen, ja, ich spiele auch ganz gern ein bisschen rutschen und so mit Rollern vor allem, da geht das so extrem einfach. Vielleicht könnte man es abschaltbar machen. Schauen wir mal. Also sie machen es nicht und es ist sicher ein Sicherheitsgrund, dass nicht irgendwer vergisst, es einzuschalten. Aber ja, wie gesagt, wäre nur ein Knopf, den man sozusagen dazu machen müsste, um das ABS abzuschalten. Aber wollen sie offensichtlich gar nicht. Na, wird es in Zukunft immer weniger werden, fürchte ich. Ich habe es da probiert auf dem Schotter und es bleibt sozusagen fast stehen. Also es ist jetzt, das gibt es aber auch bessere Systeme, sage ich jetzt einmal, in Motorrädern, die genauso das sozusagen kappen, wenn man auf Schotter versucht, wirklich wegzufahren. Aber auf Asphalt und die Verhältnisse, die wir heute haben bei dem traumhaften Wetter, da ist es gar kein Thema, dass das eigentlich irgendwo auslöst, außer man kommt wirklich auf eine glatte Stelle. Alles in allem finde ich beide wunderschön. Ich finde den Beverly, der ist mir zu rund, der ist, wie gesagt, der ist mir schon zu ausladend, zu füllig. Die Felgen sind ein Traum übrigens, taugt mir total. Also wenn ich ihn nehmen würde, dann wirklich wegen dieser Police Edition. Da würden meine Brillen gut dazu passen. Ich habe übrigens bald Geburtstag. Und das Zweite, die Vespa ist einfach der Klassiker. Man muss einfach denken, diese Form, die gibt es quasi seit 70 Jahren, mehr oder weniger. Und das ist immer noch top aktuell und wird gekauft, wie man in Österreich sagt, wie deppert bei uns. Und das wundert mich auch nicht. Für mich wäre es auch was absolut traumhaftes Stadtfahrzeug. Da hat man Style und man ist, glaube ich, auch wirklich am allerschnellsten. Ich würde, wenn ich mir jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, auch eher die stylische Vespa nehmen. Beverly hat mir sehr taugt vom Fahren her und auch in dieser Edition. Ich bin aber jetzt kein Riesenfan von Schwarz. Bei mir wäre es besser vielleicht wirklich in so einem Blau, wie auch immer. Wurscht, ich würde eh die Vespa nehmen und ich muss sagen, ich habe nur knapp eine Woche nach dem Geburtstag, also wegen der Vespa, weil ich gesagt habe, okay, dann haben wir wieder beide kein Geld und alles ist wieder schwarz und weiß, wie ich vorher gesagt habe. Traumhaft. Vorher habe ich es gesagt, wir spitzen schon auf die 2017er Modelle. Von Vespa Piaggio wissen wir wirklich noch nichts, weil wir uns vielleicht jetzt noch schnell informieren beim Faber, ob er da uns schon was sagen kann. Aber spätestens zur Intermod Anfang Oktober sind wir live mit, glaube ich, mindestens 10 Leuten wieder auf der Intermod berichten, in Video, in Text, in Galerien, auf Facebook, im Newsletter, den wir jeden Tag schicken. Also so viel und so schnell bekommt ihr das nirgendwo. Und wenn ihr dann dort seid, live auf der Intermod, an diesen Shirts werdet ihr uns erkennen und dann haben wir sogar wahrscheinlich noch Cappies auf. Da sieht man es dann auch, nämlich, dass wir von 1000 PS sind, also, falls ihr das jetzt nicht gewusst habt. Würde uns freuen, den einen oder anderen von euch live dann auch dort zu treffen, persönlich und kurz zu plauschen, welche Neuheiten euch am besten gefallen. Ansonsten schenkt dem Fauli und mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch andere Testvideos an. Wir haben heute zum Beispiel zwei Guzzis auch getestet, Roma und Bobba. Und hinterlasst uns bitte ein nettes Kommentar. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und cruisen ganz gemütlich durch diese mondäne Landschaft, vorbei an den Villen, zurück in die Heimat. Schade eigentlich, dass es schon aus ist. Ja. Baba, bis zum nächsten Mal.